Ja, hier steht er, ein Palace Liner neuester Bauart, schon mit dem neuen Gesicht, dem Markengesicht von Morelo, was drauf ist. Und wir sind bei Klaus Hühnerkopf. Und ich grüße dich erstmal, Klaus. Warte, ich komme mal hier rum, dass man dich besser sieht. Grüß dich. Und alles gut bei dir? Ja, alles gut. Du willst mir was ganz Besonderes zeigen, denn du hast was eingebaut. Das hast du schon ein paar Mal eingebaut. Eine Besonderheit? Das ist eine Außenküche. Außenküche? Eine Außenküche. Was heißt eine Außen? Ja, eine, nicht mit Spüler, aber eine Küche mit Herd. Ich habe einen Auszug hier gemacht. So kannst du das rausziehen. Das haben wir extra als Windelküche gebaut. Weil da unten, wenn du unten reinguckst, da ist der Gurtbock drin von Morelo. Und so haben wir die vordere Seite, konnte man nehmen. Da steht ein Auto drin normal, oder? Nein, oder was ist da drin? Das ist der Gurtbock von innen drin. Aber was ist ein Gurtbock? Gurtbock ist ein Bock, wo du, wenn du innen drin als Sitzplatz hast, damit du den Gurt, der wird dir durchgeschraubt. Der ist fest an der Karosserie. An der Karosserie, also der ist ja nicht oben am Boden angeschraubt, der wird durchgebaut. Und deswegen ist da so ein Metallrahmen, der bis unten auf die Karosserie geht vom Fahrzeug. Und deswegen haben wir die Außenküche windlich gebaut. Hier hast du einmal ein Gas-Zerranfeld drin, ne? Was über im Endeffekt hier über Gas läuft. Ist jetzt nicht angeschlossen. Ist hier ein Außenanschluss dran. Okay, das hat Strom und Gas, richtig? Das hat Strom, um die Lüftung und alles zu betreiben, aber wird über Gas wird es warm. Elektronisch, das heißt, ich kann das einstellen wie zu Hause mit Stufen und so weiter? Das kann ich einstellen, aber es wird mit Gas befeuert. Okay, das heißt also, die Elektronik regelt die Steuerung und den Lüfter? Und den Lüfter. Und hier hast du den Anschluss und den ganzen hier haben wir eine Steckdose gemacht. Siehst du? Warte, ich zeig das mal gerade. Ja. Hier haben wir eine Steckdose gemacht, da kannst du es einstecken und kannst dann hier den Hahn aufmachen und dann hast du Gas drauf. Ist das ein Schnellverschluss, die Steckdose? Ja, kannst du mal machen. Ah, es klickt einfach rein. Das war's. Ja, wollen wir mal gucken. Müsste ja normal auch gehen. Wenn jetzt innen drin aufgestellt ist, aber es kann auch sein. Was ich liebe an der Technik heute, die hat jetzt erstmal eine Sperre drin, jetzt geht's an. Es zündet von selber? Müsste von selber zünden, ja. Aber siehst du, ich weiß nicht genau, wie es geht. Ich muss sagen, du selbst bist ja nicht derjenige, der es bedient. Ihr habt ja Fachleute für alles, oder? Ganz genau, da muss ich Michael wieder fragen. Es könnte sein, dass du erst das Feld anwählen musst unten. Guck mal rechts, in der Mitte. Da, genau. Ah, siehst du, hier, siehst du. Zack, zack, zack. Und vielleicht, wenn Gas drauf ist, dann siehst du, hier zündet es, hörst du es? Stark. Ja, ist Gas drauf. Ist Gas drauf. Es hat Flapp gemacht. Klack, und jetzt wird es rot werden, ne? Jetzt müsst hier, siehst du. Es wird rot. Ja, jetzt wird es warm und dann kannst du hier Nummer 2 fest auch. Jit. Jetzt warm, es hat wahrscheinlich sogar eine Heißanzeige. Jetzt zündet es wieder. Das Geniale ist, hier kann ich dann braten unter freiem Himmel. Der Vorteil ist, der ganze Bratenzeug, dieser Qualm, bleibt alles draußen. Bleibt alles draußen. Könntest du sogar hier noch ein Spülbecken reinbauen, aber hier haben wir jetzt eine Schublade noch gemacht für Utensilien. Ich zeig's mal gerade komplett, dass man das mal sieht. Da ist der Klaus und da ist die Außenküche. Ist natürlich ein Mega-Hingucker, oder? Ja, ist ein Mega-Hingucker. So, jetzt machen wir es mal aus. Aber trotzdem sehr praktisch. Ja, oh, es wird unglaublich warm gerade. Und das ist 2 plus 1, also das heißt 2 Kochfelder und ein Warmhalte-Ecke, wo, wenn du fertig gekocht hast, kannst du hier rüberstellen und kannst du das warm machen. So, jetzt ist hier unten das Haar, das heißt heiß, hot, dass man nicht drauf fährt. Heiß. Und das geht mit Gas, das bedeutet, ich habe eine ebene Fläche, kann ich prima reinigen? Genau. Das ist im Endeffekt ganz normal wie zu Hause auch. Das ist ein Schwerlastauszug hier drunter, oder? Das ist ein Schwerlastauszug. Ist auch hier, siehst du, stabil gemacht, also ist jetzt kein Hundelkram. Bauen wir auch alles selber. Hier ist eine vernünftige Edelstahlabdeckung drauf, ne? Vernünftig gekantet, siehst du, auch verschweißt. Und, das habt ihr selbst gebaut? Das haben wir selbst gebaut. Siehst du, hier ist es dann abgekantet in der Ecke, siehst du, aber irgendwo muss ja das Dreieck reinbringen. Ne? Mhm. Und das ganze Profil oder was, das haben wir auch selber gemacht. Ne? Okay, das heißt, ihr kommt aus dem Möbelbau, du kommst aus dem Ladenbau. Ja. Ist das hier Ladenbauqualität, kann man schon sagen, oder? Besser. Und besser. Besser. Ich wollte gerade sagen, die Steckdose, guck mal hier, das hast du mir glatt unterschlagen. Das habe ich dir unterschlagen. Hier ist eine Steckdose drin. Strom. Ja, Strom muss ja eh drin sein. Ja. Können wir wieder abmachen, siehst du, zack, Schnellverschluss. Das war's. Steck mal das wieder rein. Das hat was damit zu tun, wenn du das nicht brauchst, dann ist es besser, wenn du das Gas abstößt. Wird zugemacht und fertig. Schön ist aber der Schnellverschluss, muss nichts draufdrehen, wie bei der Gasflasche, ne? Hat auch ein bisschen was mit Sicherheit zu tun und so. Schön. Dann machst du wieder rein und fertig. Mach's rein.
Jetzt ist das Gasfeld noch ein bisschen heiß, das ist schlimm? Ja, aber das ist, geht halt. Ich bin jetzt hier, so warm war es ja noch nicht. Okay. Ich kann es im Moment noch draußen lassen, aber nicht einer. Hier, siehst du, der rechte ist schon ausgegangen, linke würde gleich ausgehen. Und sobald hier das Haar weg ist, dann kannst du es auch reinschieben. Aber das ist jetzt nur mal zum Zeigen. Wenn man es reingefahren hat, fährt es raus, ist schon also unglaublich praktisch, weil du jedes Mal einen Grill aufbauen musst, das machen musst und so weiter. Und so kannst du die Bratpfanne draußen einfach drauf lassen, oder? Ja, das kannst du hier machen. Bratpfanne kannst du auch hier einen Grill einbauen. Ne? Kannst einen Grill einbauen. Wir haben auch schon Auszüge gemacht, wo wir daneben Spülbecken hingebaut haben. Ne? Mit nochmal hier zum Ausschieben, damit du hier noch Ablagen hast, wo du deine Bratutensilien, wo du Fleisch und so drauflegen kannst. Ne? Natürlich sinnvoll, neben der Tür zu machen, dass du gleich aus dem Kühlschrank raus die Sachen holen kannst. Das und die Öffnung natürlich zur Tür hin. Und der Winkel hat auch damit zu tun. Ja, so hast du dann im Endeffekt, da kannst du es dann hier so. Genau, da kommt jetzt noch ein Anschlag dran, das hast du mir erzählt, ja, dass das nicht passieren kann. Ja. Gut. Ja, prima. Erstmal Klaus Hühnerkopf, aus welchem Ort kommst du? Aus Neukirchen. Ja, dankeschön. Das ist eine Außenküche beim Morelo Palace Liner 2020. Tschüss, Klaus.